Hallo, ich meine Freunde von My Medical World. Heute ist der Bursch hier und heute geht es nicht um die Wurst, heute geht es um einen algenfreien, sehr klaren Teich. Und wie wir das geschafft haben, zeige ich euch jetzt. Und dazu habe ich hier schon mal eine wundervolle 1A-Skizze gefertigt, die ich euch mal erklären werde. Links, Mitte, rechts jeweils ein Wasserfall. Hier befindet sich das Hauptfiltersystem drin aus 3 Mörtelkisten. Dazu habe ich auch noch ein externes Video demnächst in unserem Channel. Sehr preiswerte Variante, aber sehr, sehr gut, muss ich sagen. Hat sich sehr bewährt. Hier ist unser Skimmer mit der Pumpe. Saugt es raus ins Hauptgebiet, hoch in die 3 Mörtelkisten, was auch gleichzeitig eine Salatbar geworden ist. Aber dazu am Ende des Videos mehr, meine Freunde. Dann läuft das diese 3 Mörtelkisten durch. So, das ist unser linker Wasserfall. Der hat 6 Stauebenen, die jeweils mit Pflanzen und Kies, Lavasteinchen besetzt sind, was auch als Filtermedium dient. Die Pflanzen darin entziehen auch Nährstoff. Dann haben wir hier das ganze Flussbett. Links und rechts die ganzen Pflanzen. Der Uferbereich saugt auch mal die ganzen Nährstoffe raus. Ja, das ist von unten meine Ansicht. Und jetzt kommen wir zu unserem Hauptwasserfall, worin sich das ganze Filtersystem versteckt. Also es ist eigentlich nur oben in der Decke. Hier haben wir eigentlich 4 Ebenen, in der das Wasser reinfließt. Hier die oberste, die ist, wie ihr seht, mit einer Pfefferminzpflanze zum Beispiel bestückt. Dann habe ich Salat drin, Pfanne, Moose, Selaginella aus dem Aquarienbereich von meinen kleinen Gläschen hier, was da übrig ist, reingepflanzt. Hier in die Ritzen werde ich noch ein bisschen Java-Moos demnächst machen. Da seht ihr ein kleines Salatblatt. Das ist schon relativ größer geworden. Man wundert sich hier. Selaginella, Uniciata aus dem subtropischen Bereich wird wahrscheinlich nicht über den Winter überleben, aber wir haben eine kleine Klimaveränderung. Das hier ist sozusagen die erste Stufe, wo das Wasser austritt. Wenig Licht, der Mondsichelfarn braucht so eher halbschattig. Jetzt unten links wäre die zweite Wasserflorebene, die auch aus dem Filter vom Überlauf ganz normal hinten, wie ihr seht, bestückt ist. Es tröpfelt ganz normal raus, läuft dann in diesen Stauebenen auch über verschiedene kleine, also durch Lava-Granulat. Hier habe ich schon überall Moose reingesetzt. Das ist die dritte Ebene mit ein paar Seerosen. Da habe ich jetzt noch Pfefferminz reingemacht. Da seht ihr hinten den Überlauf, wie er ein bisschen verkleidet ist. Mit Dichtschlemmen zugemacht. Das zeige ich euch nochmal in einem anderen Video. Ganz, ganz oben, Ebene minus 1 nenne ich sie mal, kommen noch Gurken rein. Da will ich aber noch eine Pumpe anbauen mit Solar, die das rüberzieht. Hier seht ihr unseren ganzen Bereich von hinten mal. Das ist so ein großer Wassercontainer, der eigentlich nur als Fuß fungiert. Da drauf sind, die ist eine Platte, eine dicke. Hier ist die Kammer 3. Seht ihr, jetzt die Pfefferminz schon drin. Das ist eine alte abgestorbene Weinrebe. Die Hölzer sind drin, um den lauten Ton wegzunehmen für die Nachbarn. Das wirklich ein schönes Plätschern ist. Auch unten im Bereich, das werden wir noch ein bisschen mehr ausfüllen. Was auch schön ist, die blühen drinnen schon. Hier hinten könnt ihr leicht sehen, Cholesterol und den Schaum. Das ist die vierte Ebene der Staukammern. Auch immer gut, Schwimmpflanzen, wie ihr hier seht, in unserem Flussbereich. Die nehmen extrem die Nährstoffe auf. Was auch gut ist, Willen Schatten. Darunter bilden sich auch schon wieder keine Algen. Keine Fadenalgen. So, das. Jetzt kommen wir von unserem Hauptfilter. Das ist der kleine Bachlauf, den ihr da seht. Weil die eine Pumpe unter dem linken Wasserfall drückt so viel Wasser raus und zieht es links hier an, saugt es an. Deswegen nennen wir das den Bach. Ihr seht den kleinen Schwimmer. Hier haben wir eine Wasserhyazinthe, die sehr schön blüht. Die filtert das Wasser enorm. Die Wurzeln sind richtig lila. Die hat auch selber eine schöne lila eine Blüte. Und hier seht ihr die Strömung, die angeblich von den Wasserfallstufen kommt, kommt sie aber nicht. Unten drunter seht ihr vielleicht das kleine Rohr. So, hier haben wir für euch immer mal auch die Unterwasserwelt in den Abschnitten alle 1-2 Meter mal aufgenommen. Sind dann runter mit der Kamera.
dass ihr mal die Verhältnisse seht, wie ist die Strömung, wie klar ist dort das Wasser. Und ihr seht die ganzen Wurzeln, wie dunkel die sind von der Muschelblume, wie die die Energie förmlich aufsaugt. Ne? Ja, Krebsschere und die Kleinfische fühlen sich wohl. Klare Sicht. Dann kommen wir in den Ruhebereich. Rechts war das mit den Seerosen. Hier haben wir die ganzen kleinen Fischchen. Die fühlen sich natürlich wohl. Auch unsere kleine Ringelnatter, die ist fast 1 Meter lang. So, jetzt kommen wir zu unserem linken Teich, die äußere Randbepflanzung. Die haben wir mit ein paar Sukkulenten von der Seite, wo es nicht so viel geregnet wird. Gräsern, Farn, dass es ein bisschen optischen Touch erhält. Auch Nadelgehölzer, ne? Die so ein bisschen über das Wasser hängen. Wie ihr wisst, mache ich ein bisschen mit. Als Bonsaianer versuche ich mich. Da kann man so das eine oder andere rausholen. Hier sind die Wasserfallrillen, Fugen, Steinfugen, mit besetzt mit Gräsern, Sukkulenten. Da müssen wir mal gucken, wie die sich halten. Da kommt ganz, ganz wenig Wasser aus den Ebenen der Polystyrolblöcke, wo es verklebt wurde. Das könnt ihr euch in einem anderen Video ansehen mal. Hier seht ihr die Stauchstufen oben, das Holz und das lediglich drin, um den Lärm zu reduzieren. Und die Pflanzen seht ihr, um einfach die Nährstoffe rauszuziehen. Ne? Jetzt hier die eine Pfefferminz war das, die blüht lila und ein Vergissmeinnicht. Und hier haben wir es auch wieder den Lärm reduziert und unten drunter kommt wieder die Pumpe, die richtig rausdrückt. Der Stein ist zum Gehen drin und hier links seht ihr am Ende der Wurzel ein Salatblatt. Da drin sind 12 Salate, die sich erstaunlich gut entwickeln, was ich nicht so gedacht hätte. Und das sieht doch wunderschön aus, oder? Da kann man sich direkt an den Teich setzen und die kleinen Tierchen beobachten. Links ist auch so eine Randzone, Meter breit, die für die kleinen Tierchen, Insekten, Bienen, da landen Haufen, kleine Wespen. Und nehmen erstmal einen richtigen Hieb an unserer Bar. Das hier ist jetzt mein erster Wasserfall. Und der rechte im Bunde, der hat oben drin noch eine Regenrinnenzuleitung vom Dach, wassertechnisch. Auch ein Salatblatt bestückt. Dann ein Überlauf aus dem Hauptfilter. Und noch, was man steuern kann, per Gartenschlauch. Einfach eine Zuleitung, dass man das Wasser nicht mit dem Schlauch einleitet, sondern es bleibt dann schön über den Wasserfall. Hier sind noch kleine Seerosen drin. Seht ihr, unten kommt eine kleine gelbe raus gerade. Hat leider noch nicht geblüht. Hier eine Sicheltanne, eine japanische, die auch wunderschön sich macht. Die soll den noch ein bisschen bedecken später. Hier habe ich mal eine schöne Horizontalaufnahme gemacht, um ein bisschen was rauszukitzeln. So, hier seht ihr auch 6 Staustufen. Das wird die erste, wo oben alles eingeleitet wird. Da habe ich einfach ein Brett drauf geklebt mit Schaum. Und 6 lange Schrauben und alles immer versucht mit Pflanzen zu besetzen. Das wird noch mehr, das ist erst ein Anfang, das ist erst 5% besetzt. Es wird noch komplett voll mit Moosen, Farn, Java-Moos auf das Holz und. Weil das sind alles Reinigungsmedien, die alle Nährstoffe rausziehen. Hier haben wir wieder ein Salatblatt, dazu komme ich später nochmal, sieht doch wunderschön aus, oder? Macht immer Schwimmpflanzen in eure Teiche. Muschelblume ist ja schön, die bringt auch schön durch den Winter. Einfach ein Glas aufs Fensterbrett stellen. Kein Problem. Ne? Hier seht ihr nochmal die Filteranlage. Links unten kommt es rein. An dem roten Hahn kann man das regeln. Dann haben wir hier rechts an der Kante einen UV-Filter. Hier kommt es oben in unsere 3 Filterkammern. Was die Mittelkisten sind, die sind nochmal in 4 Kammern unterteilt, dass wir eine höhere Strecke haben. Das sind die Abläufe am Wasserfall 1, 2, 3. Und die Wasserhähne unten, um den Filter zu säubern, Gartenschlauch dran, mit einem Schlauch ein bisschen reingespritzt. Schon kommt der Mulm raus und man kann gießen, eine Gießkanne voll machen. Was will ich? Das ist unser UV-Filter. Mein Vater sagt, der ist für die Algen sehr gut, aber ich denke, es hätte man auch so hinbekommen. Muss man auch mehr Strom. Das ist die Zuleitung in den rechten Wasserfall. Links Regenrinne, Gartenschlauch und rechte Seite voll im Filter. Ne? Hat man mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Kein Motor, keine Technik, alles durch Überlauf. Und hier haben wir unser Gardening-Filtersystem, was auch nochmal Nährstoff rauszieht. Hier probiere ich eine Chili. Tomaten habt ihr eben gesehen. Das ist eine Süßkartoffel. Und vorne in der Staustufe 1 haben wir Pepperoni, haben wir Sellerie, grünen Blattsalat. Das schwimmt. Floating Market sozusagen haben wir hier.
wie in Asien. Das ist unser Pepperoni und das ist der Salad River. Ihr kennt den aus den Fernsehsendungen. The biggest salad river in the world. Top, oder? Wenn wir einen Schlangenfang setzt. Das ist die Uferrandzone für die Kleinstlebewesen. Das immer an den Barken und mal euch in Lieb nehmen bei dem trockenen Wetter. Hier habe ich einen Mundsiegelfang auch noch in Holz eingesetzt. Dazu haben wir auch ein Video gemacht. Könnt ihr euch gerne reinziehen. Wir freuen uns über jedes Like, jeden Comment und über Follower. So können wir den Kanal ein bisschen aufbauen. Hier auch wieder ein schönes Salatplättchen drin. Seht ihr? Eingepflanzt hatte ich es mit 2-3 kleinen Salatblättern. Die sind richtig straff gekommen. Und verwendet Moose. Ja? Geht im Wald, fragt den Förster, ob ihr euch ein bisschen Moos mitnehmen könnt. Das verbreitet sich rasend wo an feuchten Stellen. Java-Moos, das was überall auf dem Baum drin ist. Hier haben wir unterhalb von unserer kleinen Hängelerche noch ein Farn gepflanzt. Gräser machen sich auch immer gut. Und natürlich Banana Trees, um das alle einen schönen unnatürlichen Look zu geben. Ne? Das ist eine Schwimmpflanze, die ich nicht kenne. Die war in unserem Gartencenter Teichhandel in Dessau. Das ist auch ein sehr süßes Lilakätzchen. Vergiss mal nicht. Freuen sich die Bienen auch, wenn sie es nicht gerade vergessen, wo es stand. Hier Muschelblumen, immer einen schönen Akzent. Machen Sie den Flussbett auch sehr gut. Und wenn ihr gucken wollt, wie ich die Wurzeln bepflanzt habe, habe ich auch was. Und Lava-Cholesterol. Die besetze ich teilweise mit Farn. Die Steine sind da, checken die Vögel erstmal ab. Ist hier ein Kätzchen in der Nähe? Kann ich ja sicher behandeln. Und mein Bikini anziehen? Ja, nein. Und schöne Floating-Pflanzen vorne hin pflanzen, die in dem Flussbett so schön machen. Ne? Dass der Garten so ein bisschen Schatten ist. So, jetzt kommen wir auch von unserem Hauptfilter, das ist ein kanadischer Sichelfarn. Ach, kleiner Maikäfer. Den hatte man noch gerettet. Der wollte in der Runde schwimmen, aber der Fluss war zu reißend. Da ist ein Rettungsboot losgefahren von uns. Ja. Wir haben auch alles in so einen kleinen Trögen gepflanzt. Man kann alles mal umstellen. Es hat jetzt aber eigentlich so alles seinen Platz gefunden. Wo blüht es? Wo entwickelt sich es auch weiter oder auch nicht. Manches muss man ja begrenzen, was wirklich wächst wie Unkraut. Und so kann man einfach so einen Topf mal rausnehmen, halbieren, einem Kumpel ein Stück abgeben von den Schilfgras oder was auch immer zu dolle ist. Ne? Das sind ja absolut sehr dankbare, die Muschelblumen, die vermehren sich wie Guppies oder Häschen, Garnickel im Stall hier. Jetzt kommen wir auf die Insel rückwärts zu. Die saugt extrem. Unter Wasser seht ihr richtig, wie die Wurzeln in die Strömung wachsen, um immer mehr Nährstoff aufzunehmen. Ne? Und das sind die dankbaren gelben kleinen, ich nenne sie mal Sonnenblümchen, aber die heißen Kannenpflanzen oder sowas. Jetzt tauchen wir nochmal ab. Und ihr seht wirklich, wie brillant klar das Wasser ist. Ich bin 3-4 Minuten vorher so durchgelaufen. Aber die Strömung nimmt den ganzen Müll mit. Bei den Goldfischen sieht man es nachher. Wir haben 3 rote und 2 schwarze Gäus, also so eine Mini-Gäus. Da sieht man das, dass es ein bisschen auf die Müll mit ist. Die kleinen Fische wissen wir gar nicht, wo sie herkamen. Die müssen irgendwo leicht an der Pflanze gewesen sein. Hier seht ihr nochmal unser Pflanzkörbchen unten. Und dann haben wir so eine Fließmatte im ganzen Teich, dass man auch mal durchlaufen kann, ohne dass man ein Loch in die Plane macht. Das sind unsere großen Brummer, die wir eigentlich auch nicht gehabt hätten wollen, weil die produzieren natürlich auch immer durch ihren Ausscheidungen Nährstoffe für die Pflanzen. Ne? Was versuche ich gerade rauszubekommen, wie verrückt. Deswegen die Nahepflanzen alles. Jede Pflanze hilft euch, Nährstoffe dem Teich zu entziehen. Ne? Da wundern sich die Fische, was hier los ist. Das war ein kleiner Test mit meinem Handy. Einfach mal reingehalten, das Ding. Konnte ich sogar steuern, wie so ein Lenkdrachen. Aber brillant klar. Das ist eine Krebsschere, mein Vater seine Lieblingspflanzen. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen, dass die ein bisschen mehr besser blüht. Und die ganzen kleinen Insekten kommen hier, freuen sich ihres Lebens. Dann haben wir auch noch hinzugegeben, ein Becher Milch für die Milchsäurebakterien.
Vielleicht waren die dran schuld. Also verschiedene Komponenten, Strömung, vier Pflanzen, besonders Schwimmpflanzen, eine richtige Pumpe, Strömung, einen großen Filter, wo die Bakterien viel rausziehen können. Mein Vater schwört auf seinen UV-Filter und hier, wie gesagt, Salate, da hat man noch was von, denn die Schnecken können nicht bis rüber und sich einen Salat klauen, außer die haben ein Stand-Up-Paddleboard mit oder sonst was. So, das war's. Wir bedanken uns. Gebt uns ein Like, ein Comment oder abonniert uns. Demnächst gibt's noch mehr heiße Videos.